Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Floßreise durch die katastrophal überflutete Welt von Raft. Ja, gerade noch im Livestream, jetzt schon wieder hier. Ja, ich drehe direkt weiter, weil ich das sonst morgen alles nicht mehr schaffe. So. Was wollen wir tun? Der Manfred hatte da noch so eine coole Idee. So einen kleinen Konzertbereich hier aufzubauen, wo ich meinen Flügel hinstelle. Fand ich ziemlich geil, die Idee. Deswegen werde ich das hier einfach 4x3 vergrößern und quasi dann da den Flügel hinsetzen. So, wir haben ja gestern noch mal ordentlich was gekriegt hier. Was braucht er dafür noch? Hierfür die Dinger brauche ich nur Planken. Gut. So, ja, da muss ich hier nochmal ein Stück Zaun verschwenden. Jetzt ist die Frage, lasse ich das abgetrennt oder nehme ich den Zaun dazwischen weg? Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Deswegen würde ich es erstmal stehen lassen. Aber der Zaun geht hier auf jeden Fall rum. Ach so. Ja, ist nicht schlimm hier. Nö. Macht ja gar nichts. Da kannst du ja noch drum rumlaufen, ne? So. Dann brauche ich aber hier noch eine Treppe. Hier in die Mitte. Ich muss ganz ehrlich sagen, was ist schöner? Da habe ich keine Nägel mehr, ist ja klar. Was ist denn schöner hier? Die Treppe oder die andere? Also irgendwie finde ich die hier so doof. Also insgesamt finde ich die cool, weil die schön aussieht. Aber ich finde halt das hier doof, ne? Diese Lücke dazwischen und dass das farblich nicht dazu passt. Ich finde ich halt ein bisschen blöd. Und jetzt wollte ich mal die ausprobieren. Die sieht zwar schäbig aus vom Look her, passt aber irgendwie besser hierzu. Sehr merkwürdig jetzt. So, Frage ist, machen wir den Zaun dazwischen weg oder nicht? So. Boah. Der scheiß Flügel nimmt aber einen Platz ein. Wahnsinn. So. Dann lassen wir doch das nochmal. Was haben wir denn hier? Man hört es ja kaum. Müssen wir mal machen, wenn wir keine Musik haben. Ja, jetzt würde ich es erstmal so lassen. Ja. So. Dann haben wir den Flügel schon mal. Dann könnte ich doch jetzt mal hingehen. Wir haben gerade so toll viel Bretter. Dass wir hier oben schon mal alles... Oder wir machen hier endlich fertig, holen alles hoch. Ich glaube, das mache ich auch so. Wir holen jetzt alles hoch hier. Ja. Ja, wenn ich Pech habe, kriege ich keinen Birkensamen. Ja, das ist nicht so schlimm. So. Wir ziehen jetzt hier um. Der große Umzug. Ja. Mann. Kleine Pause. Und weiter geht's. So. Hier. Bams. Ja. Wir haben jetzt wahrscheinlich keinen Birkensamen gekriegt, ne?
Nee, aber wir haben ja noch einen. Okay. Dann nehme ich mir schon mal hier auch ein frisches Wasser. Eins. Zwei. Drei Wiesen mit. Dann brauche ich noch mal ein paar Planken und Seile. Ich habe keine Ahnung, wie viele. So, dann würde ich das Ganze hier mal anfangen einzuzäunen. Genau da, wo es losgeht. So, wo ist denn hier? Hier. So, hier würde ich aber wieder die nehmen. Wie jetzt? Nee. So, genau. Weil hier musst du aber auch echt haarklein gucken, ne? Wie passt denn jetzt? Mann, mach doch mal richtig. Stellung kopieren wäre auch nicht schlecht. So. Ja, man muss richtig stehen, ne? Ah, dazwischen zwei frei finde ich okay. Hä? So dann, ne? Da war ich jetzt zu schnell, beziehungsweise dieses Gewackel ist manchmal auch echt nervig, ne? So. So. So, wir zäunen das Ganze schön ein. Warte mal, reicht das nicht schon so? Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist hier. Wir kommen mal von hier aus. Dann sehen wir es ja. So, wo machen wir die Tür? Die setzen wir irgendwo mittig. Und ich wollte hier vorne dann sowieso keine Bäume rein haben, damit ich alles sehen kann. Was fehlt denn jetzt? Seile. War echt? Mehr Seile als Bretter. Krass. Ja. Wow, obwohl gleich viel, ne? Gleich viel. So. Ja, ich sehe schon, diesmal fällt es mir auf. Vor lauter Bauerei habe ich wieder nichts mitgekriegt hier, ne? Muss schon, hätte ich schon fast wieder gehungert und gedurstet. So, hier. Zack. Bumm. Beginne mit dem Kochen. Oh. Jetzt machen wir mal zack und zack. Und jetzt gibt es halt Fisch auf dem Grill. Ja. Siehst du, genau pünktlich fertig hier mit dem Futtern. Wahnsinn. So, trinken müssen wir uns gleich noch organisieren, aber erstmal hier weiter. Halt. So, Wiesen kann ich ja noch gar nicht aufsetzen, ne? So, und dann habe ich hier ein Loch gelassen für eine Tür. Hier. So eine gute.
Aha. So, cool. Dann können wir mal gucken, wie wir das Ganze jetzt hier umsetzen wollen. So, wir brauchen jetzt erstmal die und dafür brauche ich mehr Nägel und für mehr Nägel brauche ich Schrott. So, nimm mal dreimal Schrott mit, musst du erreichen erstmal. So, jetzt gucken wir mal. Eins, zwei. Und da. Und da. Und da. Und dann den kleinen. Und was fehlt? Nägel. Ja, gut. Habe ich ja auch noch nicht hergestellt. So. 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 Und so. Und dann gucken wir mal, was noch so fehlt. Jetzt würde ich aber erstmal einen Pennymax machen, ne? Da ist ja doch ein bisschen sehr dunkel alles hier gerade. Von daher einmal schlafen. Ja, hier ist hell, ne? Hier ist mega hell. Ja, aber ist doch gut. Er macht die Tür doch wieder zu. So. Redena. Ach ja. Stimmt, Mann. Jetzt habe ich wieder nicht dran gedacht. Ja, das ist doch alles Murks hier. Wieso geht das denn hier jetzt alles nicht? Das müsste doch gehen. Hier geht's. Da auch. Das geht. Das geht. Da fehlt uns ein Brett. Das geht. Und dann fehlt hier doch noch irgendwo was. Hier so. Mittendrin, ne? Ja, hier fehlt zum Beispiel eine. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich wollte erstmal nur gucken, wo überhaupt was fehlt. Zack, 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 zack. So, das große Bauen geht weiter. So. Hier fehlt einer. Habe ich gesagt, ne? Dann fehlt. Hier auch noch einer oder was? Weiß nicht. Hier sind es zwei. Hier müsste noch einer hin. Hier. Irgendwas hat er jetzt gemeckert. So, aber jetzt hier noch einer. Hier. Ist egal, irgendwo muss der jetzt hier so werden. Ja. Ja, das muss ich hinterher alles nochmal schöner machen. Ja. Hier. Ach, das ist doch alles Murks hier mit dem scheiß Bausystem. Das passt doch alles gar nicht. Bin jetzt gerade etwas genervt hier. Warum geht das jetzt nicht? Da fehlt auch schon wieder einer. Das gibt's doch alle nicht. So. Wenn ich den setzen kann, dann müsste ich doch den anderen Krams auch. Jetzt fehlt mir genau irgendwo ein blödes Kantholz. Genau. Hier, nur dieses eine. Eins. Dann packen wir. Ist egal, wo ich eins reinpacke. Es ist zu viel. Zu wenig. So, oh, 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 oh. Die Planken sind schon fast wieder leer. So, ich habe jetzt gesagt. Und bevor ich jetzt nochmal nach oben gehe. Eins, zwei. Ist egal, ist auf jeden Fall zu viel. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir einen geraden Bug gelassen. Ehrlich, ey.
Das passt schon immer noch nicht. Das gibt's doch jetzt nicht. Ernsthaft jetzt? Willst du mich verkackeiern? Verhohne People hier. So, komm, scheißegal. Dann müsste ich den doch wegnehmen dürfen, oder? Riecht da was anderes weg. Gucken wir doch mal. Ja. Ah, dann gibt's doch nicht. Wieso braucht der denn so viel? Ich muss das hier nochmal alles ein bisschen gescheiter machen. Oh, der ist auch schon wieder leer. Meine Güte. Diese Batterien, die nerven aber tierisch, ne? Weil die einfach nicht lange halten. Das ist blöd. Gerade. Also entweder dann Solarstrom. Oder keine Ahnung. Irgendwas, was die Batterien automatisch lädt. Nein, hier. Das wäre cool. Ja. Weil so ist Murks. So, jetzt müsste es doch eigentlich passen. Und auch hier. Jawoll. So, sehr schön. Ja, komm, Blumensamen. Die brauchen wir ja doch noch. Nein, dann sollst du nicht zumachen. Was ist denn da mit der Leiter hier? So. Kann ja schon mal grüne Flächen aufsetzen hier. Eins, zwei, drei. So. Ja, ich muss erstmal gucken, wie das alle funktioniert. Die Bäume kommen da hinten irgendwo mit hin. Jo. Hier nochmal dabei. Aber erstmal nur aufstellen und nicht. Ja, den einen kann ich sogar tatsächlich schon bepflanzen. So. Ah. Genau, habe ich ja gestern noch gesehen. Ne? Wir sind ja hier auch noch gar nicht richtig durch. Hier fehlt ja auch noch was. So, noch. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt ist nichts mehr mit runterspringen hier. Gib erstmal nur noch den einen Weg. So. Das wird aber ätzend, wenn du dann mal baust. Haben wir hier jetzt eine Lagerfläche oder was? Da hinten die letzten. So, dann würde ich nochmal so eine Sammelrunde die Tage machen. Und dann können wir mal hier so ein bisschen upgraden alles. Dass das so ein bisschen passt. Guck mal, das sieht doch schick aus. Ja. Was habe ich jetzt gesagt? Achso, auf die Insel wollten wir. Und dafür muss ich mich da wieder leer räumen. Uiuiuiui. Ja, komm, die Insel noch und dann war's das für heute. Ey. Komm, mach ein Seil draus. Zack. Dann haben wir die Bananenblätter sinnvoll verwendet. Guck mal hier, ey. Wahnsinn. Wie viel Zeugs wir alle so haben. So. Ja, viel Planken sind es aber echt nicht mehr, ne? Aber obwohl, das Ding ist ja mittlerweile ordentlich groß geworden, ne? Ja, was wir hier lagern können. Krasse Sache.
Ich glaube, da mache ich noch ein paar Schränke mehr. Warte. Ich habe noch zwei Sachen vergessen. Einmal habe ich hier immer noch vier Planken an Bord. Dann habe ich vergessen dich und dich. Ja. Ja. Und nochmal Wasser nachfüllen. Hier, komm. Macht ja auch Sinn. Und trink, trink dich voll. Sehr gut. So. Dann sind wir jetzt hier auf der Insel. Na, kommen Sie wohl hoch. So, Blumen weg. Die Samen behalten, die Blumen weg. Gar nicht lange fackeln hier, ne? Ja. Die will ich nicht. Die brauche ich gerade nicht. Die will ich nicht. So, was können wir hiervon wegtun? Die. Immer erstmal hoch hier. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Schatz wollen wir auch noch finden. Oh, hier ganz viel blaue, weiße Blumen. Sammel erstmal die ganzen Blumen. Ja, hier ist noch eine gelbe und noch eine gelbe. Ja, wir werden noch ein paar brauchen. Wir werden auch noch ein paar Bienenstöcke brauchen. So, Mangosamen und Palmblätter können gleich weg. So, Blumen, 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 Blumen. Palmblätter. Ist bestimmt da drüben. Ja. War letztes Mal auch da drüben. Rote Blume. Ich habe nur die eine Axt mit. Ja. Scheiße. Ich das. Noch tut's das, ja. Tschuhu. Ne? Doch nicht hier drüben. Hätte ich jetzt echt gedacht, ne? Ne? Müssen wir nochmal hier drüben ein bisschen gucken, ein bisschen genauer. Vielleicht doch hier irgendwo? Aha. Aha. Okay. Guck mal, ein Köfferchen. Heißt auf jeden Fall Titanerz. Ja, ordentliches Zeugs. Hier, schwarze Blume. Tschüss. So, so, so. Blume, tschüss, Blume, tschüss. Sonst haben wir hier keine Blümchen, ne? Nee. So, nehmen wir die Palme noch mit. Da war auch noch eine. Die nehmen wir auch noch mit. Schatz haben wir. Bäume haben wir. Schatz und Bäume haben wir. Da oben waren wir auch. Das heißt, die Kiste haben wir auch. Blumen haben wir. Ja, da nicht alle, aber fast. Hier ist noch eine Dings. Oh, dann reicht nicht mehr, ne? Dass wir den einen Baum hier stehen, ja. Ah, würde ich sagen, ne? Einer ist keiner, oder? Kurz gucken, wo ich hier ans Boot komme. An Bord komme.
So, dann räumen wir mal schnell weg, um dann gleich noch mal sammeln zu können. Ach, die Blume weg. Die kommen oben hin. So, was haben wir denn noch in der Tasche für Hunden? Oh, 4 Scharniere. Das ist nicht schlecht. Das ist mal eine gute Ausbeute. Noch ein Bolzen. Glas kommt wieder, kommt der jetzt nach oben. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Was wollte ich denn jetzt weggeräumt haben? Das Seil und den Spott. Könnten wir mal wegräumen. Seil oder? Ich meine, ein Seil, egal, aber verstopft, ne? Den Anker wollte ich auch noch losmachen. Pack mal eben hier mit rein. So, so, so. Und tschüss. Warte. Da wir gerade die Samen hier in der Hand haben, kann ich das mal eben so machen. Und so. Waren da jetzt auch noch Blumensamen drinne? Nein, ich habe noch welche. Die raus, die rein. Die. Nein, was macht mich denn hier wieder alles? Guck mal, wie viel Platz du noch hast. Die Kiste ist eigentlich voll. Ja, da müssen die Blumensamen hier erstmal da raus, weil die gehören ja hier normalerweise nicht hin. Sondern eher das. So, dann pack die Blumensamen auch nicht hier rein, sondern dann packst du doch erstmal hier wieder rein. Hier sind ja auch noch Blumen drinne. Noch immer. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann wollte ich noch mal. Ah, der dreht sich schon richtig, ne? So viel Zeit muss sein. So, dann kann ich Schippe und Dings nochmal rausladen hier. Schippe und Metalldetektor. Zack, zack. Und dann gehen wir nochmal einmal absammeln und dann reicht's für heute. Dann geht der große Umzug morgen weiter. Also alles von unten nach oben holen. Zumindest was muss. Da komme ich nicht mehr ganz mit durch. So. Diesmal ein bisschen eher Absprung schaffen hier. Steine. Dann kann ich auch bald alle verspotten. So. Ach so, ne, hier ist ja voll. Hier, zack, 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 zack. Tschüssi. Und gutes. Ah, guck mal. Und wir haben gerade mal die Hälfte ungefähr gesammelt hier, ne? So, weiter geht's. Ja, das Schöne ist, dass er hier noch nicht richtig in Fahrt ist jetzt. Da kann man das zumindest mal einmal leer sammeln. Hohoho. Oder auch nicht, ja doch. So gerade eben passt es, ne? Ja, die Zäune und so, das kommt alles noch wieder weg. So, hier geht dann fleißig weiter mit der Sammelei. Gut, jetzt haben wir wenigstens mal einmal alles abgesammelt. Zack. Schrott. Zack, 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 zack. Alles raus. Tschüss. Ja, guck mal, wie viel Holz wir wieder zusammen haben. Halb, über halb voll hier der Teil. Ist nicht schlecht so, ne?
So, die können eigentlich nach Orwe. Ja, die Möhren passen hier wieder. Die Kartoffeln können wir hier mit drauf. Gut. Dann gehen wir hier. So, die wieder raus. Was kochen wir denn jetzt Schönes? Was brauche ich denn für ein Ei-Omelett? Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, ne? Pilzomelett. Eine Kartoffel, ein Pilz, zwei Eier. Ja, hier. Eine Kartoffel, ein Pilz und zwei Eier. Zack, zack. Hier. Pilz, Kartoffel, eins, zwei, Ei. Gut. Jo. Dann haben wir das hier. Dann machen wir hier mal ein schickes Foto von, wa? Schwupp, nö, schwupp. Jo. Dann hoffe ich, dass euch die Runde heute gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf diesem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.